Ohne diese drei Konten reise ich nicht um die Welt, ist heute das Thema. Und ich mag dir gerne in diesem Video meine Erfahrungen und meine Ansichten einfach mal mitteilen, warum ich drei Konten habe, warum ich mich nicht von meiner Hausbank abhängig machen lasse und dass einfach diese drei Konten ein Zusatz sind. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, reisen wir ja seit 29.06.2022 um die Welt, sind auf Weltreise. Und ich habe mich dann immer so gefragt, was mache ich denn dann, wenn ich zum Beispiel an einem Bankautomat stehe und meine Karte wird nicht angenommen? Oder mit meiner Karte kann ich damit nicht bezahlen? Oder ich kann, wie gesagt, keine Überweisung tätigen? Oder was mache ich, wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, wie auf Mauritius? Ich bekomme da kein Konto und möchte dahin Geld überweisen von Deutschland nach Mauritius. Habe ich da denn hohe Gebühren? Oder eben, was ich mich auch immer gefragt habe, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel meine Bank mir einfach mal mein Konto sperrt, weil ich zum Beispiel irgendwas nicht nach Richtlinie, nach irgendeinem Gesetz XYZ, was auch immer ich da nicht gemacht habe, mir einfach mal mein Konto schließt. Und bevor wir gestartet sind, hatte ich schon zwei Konten und ein Konto habe ich eröffnet, als wir quasi schon unterwegs waren. Das werde ich dir dann auch gleich noch genauer sagen. Aber ich möchte eben das mitgeben, weil ich vielmals und oft feststelle, dass sich viele Menschen einfach von einem Bankkonto abhängig machen. Es gibt da so viele Möglichkeiten, die eben gerade im Alltag, im Urlaub oder eben auf Reise oder wenn du auch ausgewandert bist oder auswandern willst, wie dir solche Bankkonten einfach das Leben erleichtern. Und ich werde dir alle drei Konten unten verlinken in den Shownotes. Dann kannst du einfach nochmal selber nachlesen, danach nochmal recherchieren, nochmal durchstöbern. Und wenn du noch keins davon hast, fangen wir mal mit dem ersten Konto an, das ich so liebe und das ich schon sehr, sehr oft genutzt habe, weil es einfach mir schon so oft das Reisen erleichtert hat. Und zwar ist das Wise, beziehungsweise sagt man auch Wise, denn früher hieß es Transfer Wise mal, jetzt heißt es einfach nur noch Wise. Seit 2011 besteht das Unternehmen, sitzt in London. Im Grunde genommen ist das ein Fremdwährungskonto. Also du hast da sämtliche Währungen, über 40 Stück mittlerweile schon, und kannst da in 160 Ländern bezahlen. Ein Wise-Konto kostenfrei eröffnen, du kannst es monatlich kostenfrei nutzen, da kommen keine Gebühren auf dich zu. Das ist extrem praktisch und ich mache mir immer Gedanken, bevor ich in ein Land fliege, nicht, wo kann ich schlafen, was gibt es da zu essen, wie ist das Wetter oder ja, was kann ich da unternehmen. Der allererste Punkt, wenn ich mich für ein Land interessiere, ist es, mit was kann ich da zahlen. Und jetzt zum Beispiel habe ich so, schaue ich gerade so die asiatischen Länder mir an und wenn ich da zum Beispiel sehe, okay, ich würde da gerne mal nach Vietnam oder nach Kambodscha oder mal in ein anderes Land, zum Beispiel auf eine Insel oder wie zahlen die auf den Seychellen oder Malediven. Dann schaue ich mir als allererstes an, bevor ich mich mit dem Land beschäftige, ob ich da von dort aus arbeiten kann. Wie ist da das Internet? Funktioniert es da? Kann ich da getrost, wie gesagt, Geld verdienen, also digital, oder gibt es da Probleme? Mein allererster Punkt, wenn ich mir zum Beispiel ein Land aussuche, oder beziehungsweise ein Urlaubsziel ausgesucht habe früher oder in ein Land gereist bin, dann habe ich immer erstmal geschaut, wie kann ich da eigentlich bezahlen. Und dann schaue ich mir die Währung an, dann sehe ich, okay, alles klar, zum Beispiel in Dubai, die nutzen Dirham. Dann schaue ich auf mein Wise-Konto, haben die diese Währung hinterlegt? Und wenn ja, dann ist das für mich schon mal richtig genial, denn ich weiß, da kann ich mit meinem Wise-Konto bezahlen. Ich weiß, da kann ich mit meinem Wise-Konto bezahlen. Genau. Mensch, habt ihr. Und ein Land, in dem ich Wise permanent dauerhaft benutzt habe, war Dubai, weil eben der Dirham, Dubai bezahlst du mit Dirham, da hinterlegt ist. Und total phänomenal, was ich eben vorher nicht wusste, ist, dass da auf mich keine extremen Zusatzgebühren hinzukommen. Das heißt, ich habe dann einfach mein Wise-Konto genutzt, habe da zum Beispiel am Anfang 1000 Euro umgetauscht und habe dann nur 5 Euro bezahlt für diesen Umtausch, circa 5 Euro. Überall, wo ich war, mit meiner Wise-Karte hin und habe da bezahlt. Und das heißt, als wir jetzt hier auf Mauritius waren,
habe ich mit meiner Hausbankkarte immer bezahlt, mit der Kreditkarte, weil eben Wise diese Währung nicht unterstützt, beziehungsweise dieses Währungskonto nicht hinterlegt hat. Und war natürlich schade. Ich war davon ausgegangen, ich könnte da ein Konto eröffnen. Hat natürlich nicht funktioniert. Somit habe ich eben alles, was Restaurantbesuche, Kaffeebesuche, Einkäufe, was man halt da so ausgibt, noch im alltäglichen Leben habe ich eben bar bezahlt oder mit meiner Hausbank-Kreditkarte. Und da sind eben immer Wechselgebühren angefallen. Das heißt, je nachdem, wie der Kurs war. Und dann gibt es ja Banken, die berechnen noch Abhebungsgebühren oder eben für die Bezahlung noch Gebühren. Das ist ja unterschiedlich. Und das hast du eben bei Wise nicht. Du tauschst einmal deine Euros oder welche Währung du hast in die andere Währung und dann kannst du mit der Wise-Karte überall eben bezahlen und zahlst keine zusätzlichen, ja, Gebühren oder hast keine zusätzlichen Kosten. Was ich bei denen auch so genial finde, ist, die sind sehr transparent. Also du hast alles aufgelistet, was du für den Umtausch zahlst und dann kommen auch keine Kosten dazu. Ich zum Beispiel bin ja voll digital, also ich liebe das ja. Mich nervt das zum Beispiel, wenn ich irgendwo an den Strand gehe oder ins Café gehe und dann einen Kaffee trinken will, muss dann die Handtasche mitschleppen und noch Portemonnaie und Bargeld und am liebsten Handy in die Hosentasche. Let's go, auf geht's. Und ich habe eben meine Wise-Karte auf meinem Handy hinterlegt. Das kannst du auch machen in deine Google oder in deine Apple Wallet. Da ist das total simpel. Einmal hinterlegt und dann kannst du da mit deinem Handy bezahlen. Und das habe ich dann auch in Dubai gemacht, wenn wir abends draußen waren und haben da einen Cocktail getrunken oder wollten Abendessen gehen, dann habe ich mein Handy eingepackt, ab in die Hosentasche und dann sind wir los und überall mit der Apple Wallet oder beziehungsweise der Wise-Karte, die dahinter liegt, war bezahlt. Und dann hat es gleich eben immer die Dirham abgezogen. Und somit war das, glaube ich, der Urlaub, wo ich die wenigsten Wechselgebühren und wenigsten Bankgebühren hatte, obwohl wir eben im Ausland waren. Also eine dicke, fette Empfehlung von mir an dich, wenn du eben auch viel reist oder am Rumreisen bist oder irgendwo Urlaub machst. Es lohnt sich auf jeden Fall, da ein Konto zu eröffnen. Tolles ebenfalls noch, wenn du mal den Support brauchst, finde ich richtig geil. Die haben auch einen deutschen Support und mega schnell antworten die und sehr, sehr kompetent und freundlich. Also ja, die kriegen von mir auch immer ein dickes, fettes Lob dafür. Und wenn du denen jetzt sagst, ah, Mensch, hey, Caro, ich reise eigentlich nur ein oder zweimal in Urlaub, für mich lohnt sich das nicht. Also so ein Wise-Konto lohnt sich für dich auch im Alltag, kann ich dir jetzt schon sagen, weil du kannst da auch einfach ein bisschen Geld drauf liegen lassen und bekommst dann nämlich, tada, Zinsen. Und zu Zinsen mag ich jetzt gar nicht weiter was sagen, zu den Prozentsätzen, weil das kann sich ja jederzeit ändern. Also ich weiß nicht, wann du das Video schaust, ob heute Morgen oder in einem Monat. Von daher, ich verlinke dir, wie gesagt, die Webseite, da findest du alle Infos. Du kannst auch einfach von Euro zu Euro kostenfrei dort überweisen, das ist ganz klar. Was du aber auch machen kannst, ist mit deinem Wise-Konto im Ausland Geld abheben. Was ganz cool ist, ich an Wise auch liebe, egal was ich mache in Sachen Krypto, da wird immer die Zahlung ausgeführt. Also egal, ob ich das überweise auf zum Beispiel eine Börse oder ob ich es abbuchen lasse von meinem Wise-Konto, da gab es nie Probleme. Und was ich halt bei meiner Hausbank schon öfters hatte. Meine Hausbank hat zum Beispiel mal eine Überweisung an einen lizenzierten Broker einfach mal nicht ausgeführt und das wäre zu gefährlich und ja, das sind Investitionen, das sind sie vorsichtig beim Ausführen und hin und her. Und deswegen finde ich, Wise ist eine extrem geniale zusätzliche Möglichkeit, eben neben deinem Hausbankkonto auch nochmal. Und die haben weder mit Aktien, Kryptos irgendwelche Probleme. Kann ich dir, wie gesagt, nur mitgeben, wenn du zum Beispiel in die Kryptowelt mal einsteigen magst und weißt nicht so recht, wie fange ich da an oder bist noch unsicher, was du da tun kannst, wie du da Geld einnehmen kannst, wo aber du auch wirklich den Sicherheitspart mal erklärt bekommst, aus einer anderen Sichtweise des Geldeinnehmens und many more, alles, was noch so rund um Bitcoin und die Kryptowelt noch zu sagen gibt, kann ich dir nur empfehlen. Und bist herzlich eingeladen in meinen Money Secret Webcast. Auch den Link verlinke ich dir unten. Ich nutze es eben als einmal Währungskonto, dann einmal als zweites, als zusätzliches Konto, weil ich stand einmal in Costa Rica. Es ist jetzt schon ja, 8 Jahre, 9 Jahre her fast und wollte da eben geldabhebend
diese Karte nicht angenommen. Damals hatte ich nur ein Konto. Das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich sollte vielleicht doch mal ein zweites Konto eröffnen und eine zweite Möglichkeit haben. Ja, mittlerweile habe ich sämtliche Möglichkeiten. Da kann nichts schiefgehen. Da läuft es einfach einfacher. Aber aus solchen Dingen habe ich eben draus gelernt. Und das mag ich dir gerne mitgeben. Das ist eine geniale zweite Möglichkeit, wenn du eben am Urlaub machen bist, am Reisen bist oder eben vielleicht auswandern willst. Die haben zum Beispiel mit dem Thema Auswanderung null Probleme. Also selbst wenn du keinen Wohnsitz hast, kannst du da eben ein Konto haben. Du brauchst dann eben nur eventuell eine Postadresse, wo dann deine Karte, wenn die abgelaufen ist, eben halt hingeschickt wird. Das zweite Konto, was ich dir gerne vorstellen mag hier noch, ist Revolut. Revolut, tada, ist auch ein Währungskonto. Allerdings bei Revolut ist es so, dass es da nochmal andere Währungen gibt. Also es gibt verschiedene Kombinationen oder beziehungsweise verschiedene Karten, die du nutzen kannst. Und wir haben die Metall, das heißt, wir zahlen 135 Euro pro Jahr. Also wir haben das gleich in der Jahresgebühr gemacht. Und wenn du die Revolut beantragst, kannst du natürlich auch auswählen, dass du monatlich zahlst. Das sind natürlich die Gebühren ein bisschen höher, wie wenn du einmal den Jahresbetrag bezahlst. Und was ich so genial an Revolut finde, ist, beziehungsweise möchte ich dir da eine Story mitgeben aus Zypern. Wir reisen mal nach Zypern. Und wir hatten in Zypern eine richtig tolle Unterkunft gefunden, Wohnung gefunden und hatten dann mit der Vermieterin gesprochen, wie wir das machen, wie sie das gerne hätte, ob Bargeld, ob Überweisung, oder ob wir einfach, wie auch immer, wie sie das wünscht. Gibt ja sämtliche Möglichkeiten heutzutage mittlerweile. Und da hat sie gesagt, ach Mensch, könnt ihr das mir nicht einfach per Revolut schicken? Ich gebe dir meine Telefonnummer. Und das liebe ich so, weil wenn du Revolut-Kunde bist und ich Revolut-Kunde, dann können wir uns einfach unsere Telefonnummern austauschen. Das heißt, ich gebe dir meine oder du gibst mir deine Telefonnummer, je nachdem, wer wem Geld senden mag, den Preis, noch einen kurzen Verwendungszweck, wenn es braucht, und kann dir innerhalb von ja, Minuten, Sekunden sogar schon Geld schicken und das über Revolut. Und in Zypern haben wir eben damit unsere Unterkunft bezahlt. Das ging eben rasend schnell. Und so kannst du eben von Ländern zu Länder übergreifend, egal wer Revolut-Kunde ist, auch schnell Geld verschicken. Und deswegen finde ich auch Revolut so mega genial. Die zahlen auch Zinsen. Die haben auch einen geilen Slogan: Lass dein Geld für dich arbeiten. Tada! Auch ganz cool. Gibt auch je nachdem, welche Währung du hast, unterschiedliche Zinssätze. Also auch da schau einfach auf der Webseite nach. Recherchiere da einfach selber, do your own research. Kannst da zum Beispiel auch einfach ein Portfolio dir aufbauen. Also die besitzen Aktien, die besitzen Rohstoffe, du kannst auch dort Kryptos kaufen. Ist jetzt für mich nicht relevant, mache ich auch nicht, einfach weil es ist eine Bank. Irgendwo ist es noch eine Bank. Du hast dein Geld dort liegen, du bist nicht unabhängig, du bist an die Zeiten der Bank gekoppelt. Also selbst wenn du Freitag zum Beispiel abends eine Überweisung tätigst von Revolut, dann ist die halt auch erst Montag da. Da befinden wir uns einfach noch in der Bankenwelt, in der typischen alten Finanzwelt. Um es kurz zu sagen, ich benutze Revolut einfach, um Punkt 1, da noch ein Währungskonto zu haben für Währungen, die es bei Wise nicht gibt. Punkt 2, eben über diesen Messenger Geld zu verschicken, dass es schnell geht, ist total genial. Mit täglichen Bezahlen ist es auch extrem super. Das ist so die zweite Möglichkeit, die uns auf Reisen das Leben total extrem erleichtert und schon erleichtert hat. Komme ich mal noch zur dritten Möglichkeit, die wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, und zwar die American Express, die Amex. Die Amex nutze ich größtenteils zu 90% nur für Online-Zahlungen. Das heißt, da geht unsere Krankenversicherung ab. Das heißt, damit bezahlen wir Unterkünfte, die wir zum Beispiel über Booking.com, Airbnb, Travala und wie sie alle heißen, so die Plattform bezahlen. Da werden auch monatlich. Ich liebe es ja zu lesen. Ich habe das Kindle-Abo, das wird da abgebucht. Spotify wird abgebucht. Dann zum Beispiel auch unsere Haftpflichtversicherung, sollte man auch haben auf Reisen. Die wird da abgebucht. Halt so wirklich so feste Beträge, die jeden Monat kommen und per Kreditkarte zum Abbuchen möglich sind, werden da eben abgebucht. Das Geniale ist, du sammelst da eben immer noch Punkte. Wir zahlen da 12 Euro pro Monat und haben da diese 1,5 Extra-Punkte angenommen. Das haben wir vor einem Jahr gleich gemacht, als wir die Amex, als ich die da beantragt habe. Da haben wir gleich gesagt, komm, dann machen wir das mit den anderthalb Punkten, weil für uns lohnt sich das. Wir nutzen die
sobald Amex irgendwo akzeptiert wird, nutzen wir die Amex. Ich muss auch dazu sagen, wenn du im Ausland bist, zum Beispiel auf Mauritius, wird die sehr wenig angenommen. Passt da auch auf, das hatten wir ganz, ganz oft. Wir sind da in den Laden rein und da stand an der Tür die Schilder, welche Zahlungsmöglichkeiten angenommen werden. Und ganz, ganz oft stand da Amex dabei. Und dann stand die an der Kasse mit meiner Amex-Karte und dann guckte die Frau mich so ein bisschen komisch an. Und wenn ich sie dann gefragt habe, ob sie die akzeptieren, dann hat sie gesagt, no, no, okay. Steht aber da dran, nee, machen wir nicht. Okay, hier auf Reunion ist es schon so, dass da schon mehrere oder mehr Einzelhändler die Amex annehmen. Wo du immer bezahlen kannst, ist halt in diesen großen Unternehmen oder in den großen Einkaufsmöglichkeiten, was jetzt so betrifft Carrefour zum Beispiel, weil ja auf Mauritius und Reunion, einfach da, die halt so ein bisschen weltweit global sind. Kleine Läden, Shops, die nehmen das eher weniger an. Was eben dann der ganz cool ist, auch wenn du jetzt nicht so viel reist oder im Urlaub bist oder ausgewandert bist, kannst du zum Beispiel die Amex jeden Tag auch nutzen, beziehungsweise in deinem alltäglichen Leben integrieren. Du kannst zum Beispiel deine Miete davon bezahlen lassen. Du kannst zum Beispiel deine Tankgebühren davon zahlen. Zahlst du beim Tanken, genau beim Tanken zahlen wir da auch immer mit der Amex. Da an den Tankstellen nehmen die auch meistens immer. Und sammelst da eben Punkte. Und die Punkte kannst du dann eben einlösen. Und so könntest du das eben auch im Alltag nutzen. Ist auch nochmal eine super Lösung, auch für Online-Zahlungen. Und ich finde es mega. Wir sind ja 1,5 Jahre mit dem Camper durch Europa getourt. Und wir haben dann aber festgestellt, dass das gemeinsame Arbeiten online in dem kleinen Camper einfach zu eng ist. Und es war auch immer sehr stressig. Mal war das Wetter gut, mal war das Wetter schlecht. Klar, kann man nicht ändern, deswegen muss man sich selber verändern. Aber es war halt immer schwierig. Oh, heute ist es gut. Einer kann draußen arbeiten, einer kann drinnen arbeiten. Oh, jetzt regnet es hier 3 Tage. 3 Tage drinnen arbeiten ist natürlich auf so einem kleinen engen Raum schwierig. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir werden dann einfach den Camper verkaufen und werden dann einfach per Flugzeug weiterreisen. Und einfach ein bisschen komfortabler auch und haben dann eben die Reise nach Deutschland zurück angetreten, haben dann den Camper dort abgegeben. Da kam uns dann so die Idee, Mensch, wenn wir jetzt hier viele Unterkünfte buchen oder auch Flüge buchen, dann würde sich ja auch die Amex lohnen. Und damals, beziehungsweise also als wir gestartet sind, hatten wir ja noch nicht den Faible dafür, dass wir die brauchen. Und als wir dann, wie gesagt, aufs Flugzeug oder so Reisen umgestiegen sind, haben wir gesagt, wir nehmen die jetzt, ich rufe da einfach mal an. Und dann habe ich da bei Amex angerufen, habe die Situation mitgeteilt, ich habe keinen Wohnsitz, ich bin ausgewandert. Schon seit 1,5 Jahren wäre es denn trotzdem möglich, eine Amex zu bekommen. Und total freundlich der Support oder der Service da, also super, kann ich auch nur empfehlen. Und er hat dann gesagt, ja klar, ist kein Problem. Ich habe die dann online beantragt und 2 Wochen später hatte ich die dann quasi bei mir. Also es war dann auch möglich ohne Wohnsitz. Wie gesagt, erleichtert das Reisen oder alltägliche Leben extrem. Und ab und zu, es gibt auch einen Newsletter, der, ich weiß gar nicht, wie oft der kommt. Auf jeden Fall gibt es dann immer so Sonderprogramme. Wenn du da einkaufst, würdest du dann so und so viele Extrapunkte bekommen und, und. Ja, für mich irrelevant, weil auf Reisen hier, auf Reunion oder Mauritius, wie gesagt, war das jetzt nicht so. Aber für das alltägliche Leben, um deine dauerhaften gleichen Kosten abbuchen zu können, ist das schon ziemlich praktisch. Und was ich an allen 3 Konten so liebe, ist eben, wenn du im Ausland bist, kannst du alle 3 per E-Mail erreichen. Ich hatte schon ein paar Fragen an meine Hausbank, einfach gerade auch, wo das Mauritius ging mit den Kosten und auch nochmal Mauritius ging, wie das mit Auslandsüberweisung ist, ob sie mir da einfach mal kurz eine Rückmeldung geben können in 2 Sätzen, was ich zahle und ob ich bei der Überweisung etwas beachten muss. Da kam dann eben die Rückmeldung, sie können mir keine Auskunft geben, ich sollte bitte anrufen. Ja, du weißt wahrscheinlich selber, wenn du irgendwo im Ausland bist, ob Urlaub oder dort wohnst oder einfach hingereist bist für eine längere Zeit, dass Auslandstelefonate einfach immense Gebühren haben. Und jeder weiß, man hängt da in der Warteschleife bis und dann geben sie bitte noch das ein und identifizieren sich da. Das dauert halt Minuten. Und das finde ich bei den 3 Konten eben genial. Du bekommst immer per E-Mail Auskunft. Und ja, dafür ist ja auch die Blockchain gemacht, um eben solche transparenten und sicheren Möglichkeiten auch im digitalen Zeitalter uns da ins Leben zu
bringen und es einfach noch zu vereinfachen. Und da muss eben keiner mehr sich per Telefon ausweisen oder anrufen, egal wo er ist. Die Identifikation, die Transparenz und Sicherheit läuft dann über so eine technologische Sache. Ich finde, es sollte jeder Mensch finanziell unabhängig sein. Sein Geld ausgeben dürfen, wo er will, wann er will, wie viel er will, ohne Limit, ohne permanentes Gesetzes, ohne permanente Gesetze zu befolgen und darauf zu achten, das darf ich und das darf ich nicht. Das ist aber meine Ansicht und meine Meinung. Und finanzielle Unabhängigkeit wird mal das größte Gut sein, was wir auf dieser Welt benötigen. Und auch mit Revolutsworten zu sagen, was mir gerade einfällt, lass dein Geld für dich arbeiten. Lass dein Geld nicht nur für dich arbeiten, sondern lass dein Geld auch unabhängig in deiner Hand liegen. Das kannst du zum Beispiel, indem du deine eigene Bank bist und das 2024. So, und in diesem Sinne werden wir uns im nächsten Video wiedersehen oder vielleicht im Webcast, dass wir uns da wiedersehen und deinen Kontostand ja ein bisschen aufpushen, damit sich auch dein Geld unabhängig vermehrt von jeglichen Banken und Institutionen. Und ich freue mich, dich da zu sehen und im nächsten Video auch wieder. Lass es dir gut gehen. Liebe Grüße aus Reunion.